So, bevor wir ins neue Schuljahr gehen, wollen wir kurz nochmal sicherstellen, ob ihr, also Stichwort Ergebnissicherung für die Lehrer, ob ihr denn auch im letzten Jahr im Biologieunterricht gut aufgepasst habt. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild einer Pflanze. Und ich bin gespannt, ob mir jemand sagen kann, was das für eine Pflanze ist. Ihr seht, 2 Meter. Deshalb hab ich die Person mal ins Feld reingeschickt. Und es ist ziemlich gelb, oder? Bei der nächsten Folie seht ihr mal, wie gelb das ist. Die Dinger können auch bis über 3 Meter wachsen. Wer weiß, was das ist? Und Raps ist falsch. Ja, Senf. Das ist gelb und wisst ihr, wie das heißt? Schwarzer Senf. Oder auch, das wusste ich nicht, dass es das gibt, Senfkohl. Man isst ja normalerweise die Pflanze nicht. In manchen wenigen Ländern macht man das, aber normalerweise ist man an dieser Frucht interessiert. Die sieht man fast nicht. Die Frucht, die schlängelt sich nämlich an dem Stängel in so Schoten. Ja, so eine längliche grüne Schote, wie so eine Paprikaschote, so ganz klein. Und da sind bis zu 16 Senfkörner drin. Und genau, wozu nutzt man Senfkörner? Zum Senf zu machen. Und ich wollte euch ein Glas mitbringen. Jetzt habe ich das daheim am Frühstückstisch stehen lassen. Das habe ich mir heute Morgen schon auf mein Brot geschmiert. Nee. Wer mag den Senf von euch? Wer tut Senf auf seine Wurst? Auch jemand unter 12? Du, sehr gut. Genau, also Senf ist ja auch ein bisschen scharf, gell? Man macht das auch als Gewürz, kann man auch Senfkörner verwenden. Und das ist so richtig schön gelb. Aber ein Senfkorn, so eins von diesen kleinen Senfkörnern an dieser Senfstaude oder an diesem Senfkohl, das ist ziemlich klein, das ist richtig klein. Ich habe euch da mal das mitgebracht. Und wenn der Philipp seinen Kopf auf die Seite, dann seht ihr da 1 Millimeter ist da so ein Strich. Ich weiß nicht, ich sehe das jetzt leider nicht. Aber das ist so 1 Millimeter. Da merkt ihr, wie klein das ist, dieses Senfkorn. Und ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch ein Senfkorn gesehen hat. Hat schon mal jemand von euch ein Senfkorn sogar in der Hand gehabt? Ja, genau, sehr gut. Wir dachten, wir geben allen Kindern und allen Erziehern und allen Teenagern, wir geben euch mal ein Senfkorn in die Hand. Und weil das so klein ist, haben wir das extra auf diese Karte draufgeklebt. Genau, jetzt gehen die Senfkörbe rum. Und dann darf sich jedes Kind, jeder Teenie, jeder Student, jeder Erzieher, jeder Lehrer mal gerne so ein Senfkorn nehmen. Und wenn man so ein Senfkorn vor sich hat, wie ich jetzt, dann sieht man ja, dass es ziemlich klein ist. Ein ziemlich kleines Senfkorn. Und da kann man sich zu Recht fragen, passiert denn da aus diesem kleinen Senfkorn was? Kann so ein kleines Senfkorn einen Unterschied machen? Und als ich mich das so gefragt habe und gesehen habe, wie klein das ist, ist mir aufgefallen, dass ich mir manchmal das Gleiche frage. Ich frage mich manchmal, macht es überhaupt einen Unterschied, wenn ich freundlich bin? Wenn ich freundlich jemand anlächle und guten Morgen sage, macht es denn einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, wenn ich ein kurzes Gebet für den Tag spreche oder auch für eine andere Person? Macht es einen Unterschied, wenn ich meinen Freunden von meinem Glauben an Jesus erzähle? Macht es einen Unterschied, wenn ich nicht einstimme in das schlechte Reden? Macht es einen Unterschied, wenn ich auf Menschen zugehe, vielleicht in meinem Kindergarten, in meiner Klasse, an meiner Uni, wo auch immer, auf die niemand zugeht? Macht es einen Unterschied, nicht vorzudrängeln, die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein, den anderen höher zu achten als mich selber? Macht es einen Unterschied? Und machen diese Kleinigkeiten einen Unterschied und haben die überhaupt eine Wirkung und werden die überhaupt gesehen?
weil man sieht es ja fast nicht. Und so geht es manchmal auch mit den kleinen Dingen, die wir tun. Die sieht man manchmal nicht, die sind im Verborgenen. Wisst ihr, die Jünger von Jesus, die hatten genau die gleiche Frage an Jesus. Die haben nämlich gesagt, Jesus, du hast doch gesagt, dass das Himmelreich unter uns ist. Aber wo ist es denn? Wo ist denn dein Himmelreich, von dem du erzählst? Ja, du vollbringst wirklich krasse Wunder. Ich meine, Jesus hat krasse Wunder vollbracht. Der hat Leute geheilt und Leute befreit und Menschen Hoffnung geschenkt. Aber das war ja fast nicht sichtbar, wenn man überlegt, wie groß diese Welt war. Und dann wurden da einzelne Menschen in Judäa berührt. Ist es nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir hier machen, Jesus? Weil ehrlich gesagt, Jesus, unsere römischen Unterdrücker sind immer noch da. Uns geht es immer noch nicht so gut. Wir haben uns das anders vorgestellt. Und ehrlich gesagt, du als Zimmermann mit deinem Outfit, du siehst auch nicht so wirklich aus wie ein König. Und ihr merkt schon, die Jünger, die dachten, dass das Himmelreich von Jesus ganz anders kommt. Die dachten, wie so ein Blitz und Donner. Habt ihr das vor ein paar Tagen mitgekriegt? Ich bin ja schier erschrocken, als es so gedonnert hat. Hör, so dachten sich die Jünger, kommt plötzlich das Himmelreich und Jesus sitzt auf dem Thron und alles ist anders. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu ganz vielen anderen Menschen, da redet er nämlich ein Gleichnis und sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn. Genau, wie mit so einem kleinen Senfkorn. Und was passiert mit dem Senfkorn? Da heißt es, dass ein Mann auf sein Feld sät. Ein Mann hat dieses kleine Senfkorn genommen und auf sein Feld gesät. Ich glaube, das hat man nicht mehr gesehen. Spätestens als geregnet hat, als der Dreck drüber kam, man hat dieses Senfkorn nicht mehr gesehen. Und dann heißt es, es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, wir haben das vorher ja gesehen, die über 3 Meter können die wachsen. Das ist fast wie so ein, nicht so ein Baum wie so eine Eiche mit Rinde und so weiter, aber ein ganz schöner Baum daraus. Und dann heißt es, auf dem sich sogar die Vögel niederlassen können und in dessen Zweigen sie nisten. Und ich glaube, Jesus möchte euch Kindern, euch Jugendlichen, uns Erwachsenen heute Morgen Folgendes sagen. Das Erste ist, dass Jesus und sein Himmelreich tatsächlich gekommen ist und unter uns sind, mitten unter uns, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht sehen. Wenn du morgen in deinen Kindergarten gehst oder in deine Schulklasse und es vielleicht noch nicht siehst, ist es trotzdem da. Und ich möchte euch das wirklich zurufen, unterschätzt dieses Senfkorn nicht. Weil innerhalb von 3 Monaten, da ist so viel Power und Kraft drin, innerhalb von 3 Monaten wächst es von so klein, kann das über 3 Meter wachsen. Also unterschätzt das Reich Gottes und die kleinen Dinge nicht, die ihr tut. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, sät weiter diese Samen aus. Das ist das, was wir tun dürfen. Auch wenn sie scheinbar klein, unscheinbar sind, man sie nicht wahrnimmt, fast nicht sehen können, unbedeutend sind. Sie werden wachsen und sie werden eine Wirkung erzielen. Was ich machen werde, weil Jesus das so schön im Gleichnis gesagt hat, ich werde weiter vertrauen, dass ich, wenn ich die Samen ausstreue, dass sie einen Unterschied machen und dass sie Frucht bringen. Und könntest du dir vorstellen, wenn wir alle morgen in den Kindergarten, in die Schule, wo auch immer wir sind, hingehen und Samen ausstreuen, was dann in unserer Welt passieren könnte, was dann los wäre. Und ein wunderbarer Weg, Samen auszustreuen, ist es zu beten.